Und während ihr nun da sitzt und euch fragt, klappt das, was er vorhat, oder klappt es nicht, frage ich mich genau das Gleiche. Ich sitze jetzt hier auf meinem Sofa, halte schon mal den Controller in der Hand, der Rechner fährt hoch, Fernseher und GameCube sind noch aus. Meine wunderbare Konstruktion läuft schon. Ich bin gespannt, ob ihr überhaupt was von mir versteht und das hinterher auch so richtig klappt. Darum nicht wundern, wenn ich alle paar Minuten dann mal irgendwie rüberrenne und gucke, nimmt er überhaupt noch auf oder nicht. Das sehe ich von hier nicht, aber ich würde sagen, jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß euch, viel Spaß mir. Rock'n'Roll. Eine weitere halbe Stunde später, nachdem das Feintuning am Rechner hoffentlich halbwegs abgeschlossen ist, geht's für mich dann auch endlich los. Ja, ich weiß, es ist hell. Das ändert sich heute permanent, also darum versuche ich jetzt nichts mit Verdunklung und so. Was hat der übrigens zu meinem schicken Xenoblade Poster entschieden? Egal. Wir wollen jetzt mal loslegen. Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich doch noch wieder einen Schnitt einbauen, indem ich mich hier auf die Suche nach einer Memory Card begebe, wo ich auch drauf speichern kann. Ja, dann griff doch zu. Ne, zwei sind noch frei. Wunderbar. Also mache ich ein neues Spiel. Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Zuerst wisset, dass ich der Sohn Scharamans bin, des mächtigen persischen Königs. Auf dem Weg nach Azad durchquerten wir mit einer Handvoll Männer Indien, wo die Hoffnung auf Ehre und Ruhm meinen Vater zu einem fatalen Fehler verleitete. Jetzt, mein Sohn! Euer Majestät, ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort. Seht, wie er reitet. Wie der Sohn eines Kriegers. Ha, ist für mich alles nichts Neues. Schon 100 Mal gespielt. Sorry. Muss hier doch mal zumachen. Ihr glaubt, ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah? Oder sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann? Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre. Schwerstreifen machen dick. So. Und damit sind wir quasi schon direkt im Spiel. Nett an diesem Spiel finde ich, dass so die Tutorials im laufenden Spiel nebenbei irgendwie passieren. Also ohne, dass es wirklich stört. Alle kaputt. Wie konnte man doch gleich die Kamera... Ah ja, mit Z. War das nicht irgendwie auch noch so, dass man den... Kamera direkt hinter sich bringen konnte? Offensichtlich nicht. Ich sehe immer noch nichts, ne? Alles von hinten. Hopp. Oh, ich sehe echt tatsächlich gar nichts. Aber das interessiert euch ja sicherlich jetzt nicht so. R, um an der Wand hochzurennen, zack. Und A, um hochzurennen. Und dieses Spiel und ich, wir haben eine... Oh, da
Das war nicht so gewollt. Egal. Dieses Spiel und ich, wir haben eine lange Geschichte. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht für jeden nachvollziehbar ist, für mich bedeutet dieses Spiel eigentlich der Einstieg ins Erwachsenen-Gaming. Nicht, weil es ein sonderlich erwachsenes Spiel ist, und einige werden jetzt sicherlich sagen, ja Moment, es gab doch vorher auch schon sowas wie Resident Evil und so. Ja, ist alles richtig, aber da ich immer nur Nintendo und kein PlayStation war, war Resident Evil oder Tomb Raider oder sowas nicht wirklich erreichbar für mich, und das war auch okay. Und dementsprechend war das hier so wirklich bewusst das erste Mal, dass wir weg von der Comic-Grafik kamen in irgendeine Richtung, wo dann tatsächlich auch mal ein männlicher Held und nicht nur ein Zeichentrick männlicher Held irgendwie quasi durch die Gegend fließt. Okay, da war Blut zu sehen, das heißt, ich muss dieses Video mindestens FSK 12 einschätzen, ein Stück. Das wollte ich gar nicht. Es ist Mist, wenn man nichts sieht. Ansonsten hat dieses Spiel jetzt keine wirklich sonderlich hohen Ansprüche an das spielerische Können. Das merkt man besonders hinterher auch bei den Kämpfen. Es gibt natürlich einige, die ein bisschen knackig werden können, wo ich garantiert auch ein paar Mal fluchen werde oder so, aber an sich ist es nicht wirklich schwierig. So fest der Überzeugung, das läuft alles ohne, dass ich mich irgendwie peinlich mache mit der Steuerung, aber naja gut. So, hier gibt es ein Wässerchen. Wässerchen bedeutet, wenn man R trinkt, kann man trinken und lädt sich die Energie aus. Ihr seid der tapferste meiner Krieger. Als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durch Töten würde ich die Anerkennung meines Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet. Versuche nicht immer reinzureden, wenn Prinzchen redet. Weiß nicht, ob es klappt. Das weiß ich echt noch nicht, aber wir werden es sehen. Ihr werdet es erleben. Ob oder ob nicht. Au! Ich hab doch A gedrückt zum Blocken. Das ist eigentlich auch nur Hack and Slay. Das ändert sich dann bei Warrior Within, beim zweiten Teil der GameCube-Reihe oder Neo-Konsolen-Reihe. Eigentlich ist das ja, glaube ich, schon der dritte Teil. Für PC damals, oh, wir hatten noch einen Schwarz-Weiß-PC und sowas. Einen Commodore-PC 10, glaube ich. Da war der erste Teil, lief da so halbwegs drauf, aber nicht so richtig. Hatte ich dann irgendwann mal auch für einen Gameboy gekauft. Es funktionierte aber nicht so richtig, weil es irgend so ein China, Japan, was auch immer Import war. Und ich glaube, dann gab es noch irgendwann Prince of Persia 2. Und das müsste, wenn ich mich recht erinnere, der dritte Teil sein. Ich sehe nix. Da muss ich glatt noch Video 1 und Video 2 dann doch immer dran arbeiten, dass ich was sehen kann. Aber allgemein diese Physics haben mich damals tierisch geflasht. Wow, was man so kann, und es sieht saugeil aus. Und bin dann auch in der... Es war nicht in der Schule, sondern es war dann in der Berufsschule dann irgendwie auf dem Lehrgang oder sowas. Bin ich dann auch so... Hab ich auch versucht, so schräg an der Wand lang zu laufen. Einfach, weil darum... Hier wäre wieder ein Wetterchen. Glück, Glück, Glück. Ist ein frischer Kaffee. Aus meiner Starbucks Kaffeetasse. So, nun aber genug der Schwafeleien. Wir stürzen uns in den nächsten Kampf. Diese Videosequenz sagte uns, hey, da unten müssen wir wohl irgendwie rein.
Die Musik macht irgendwie Spaß bei diesem Spiel. Also es ist jetzt nicht so zum wirklich viel nebenher hören, obwohl ich auch schon mal auf der Arbeit irgendwie bei YouTube irgendwie nebenbei laufen ließ und es weder gestört noch sonderlich motiviert hat. Es war einfach so irgendwie, ne? Wie wenn man an dieser Stelle wie wenn man irgendwie Klassik nebenbei hört. Und tut einem nicht weh, es beruhigt irgendwo, aber so richtig mitgehen tut man auch nicht. Es macht aber insofern irgendwie einfach Spaß, mal zu gucken, wie sich die Musik im Lauf des Spiels so verändert. Ne? Also da wollten wir nicht hoch. Ich glaube, wir wollten da hoch. Nun A oder mit R an der Wand hochrennen, ist egal. Ich habe jetzt gerade kurz versucht, mich da runterfallen zu lassen, um zu gucken, was passiert, aber ich hänge. Arsch. An dieser Stelle falle ich übrigens auch gerne mal runter und ich weiß nicht wieso. Man hängt da drüber, drückt X, um sich fallen zu lassen. Dann ist man doch so, okay, wunderbar. An solche Säulen kann man übrigens auch dran springen, sich rumdrehen und dann versuchen, zur nächsten zu hüpfen. Ich glaube, die ist zu weit weg und sie ist zu groß. Wow, Slow Motion! Egal, wir wollen ja runter. Wir wollen ja hier ein bisschen was für das FSK 12 tun. Wie gesagt, das ist eigentlich eine Hackerslay. Gelegentlich kann man noch so kleine Moves machen, stand auch da unten, drücke A, um über die Gegner wegzuspringen oder sowas. Ein bisschen rollen kann man auch. Tschack! Und im Sprung B gedrückt und dann macht er ein Swam. Ich mag übrigens keine Spiele, wo so richtig Blut spritzt. Das fand ich bei WoW so toll. Nee, mag ich eigentlich nicht. So. An dieser Stelle beende ich das erste Video. Meine Idee ist nämlich, quasi von jedem Speicherpunkt zu Speicherpunkt ein Video zu machen. Aufnahmezeit 12 Minuten, das passt doch. Dementsprechend an jedem Brunnen möchte ich ein Voice-Scan einlegen. Und von daher geht es für euch gleich weiter. Ich gehe jetzt ins Arbeitszimmer und gucke, ob er auch aufgenommen hat. Ihr wartet mit Spannung auf das nächste Video. In diesem Sinne, bis in Kürze.